Ja, Leute, Marc Bellinghaus, euer Influencer. Heute sind wir wieder bei der Schauspielerin Agnes Lumpkin. Kinderhaus von Marc Bellinghaus versus Kinderhäuser von Karen Breeze. Frau Lumpkin, vielen Dank, dass Sie das Video, was ich gemacht habe, reportet haben zu YouTube. Das ist Ihr gutes Recht. Ich will Ihnen nur sagen, mein gutes Recht ist, dass ich dafür kämpfe, dass mein Theaterstück auch mein Theaterstück bleibt und nicht von einer Diebin übernommen wird. Verstehen Sie das? Sie übrigens sind Gegenstand am Mittwoch in diesem Gerichtsverfahren, weil Sie treten am 21.04. bereits wieder im Landgericht auf, und zwar als Schauspielerin. Meinen Sie eigentlich, ich bin komplett bescheuert? Ich mache das nicht mit? Wie soll mich denn ein Landgericht hier verurteilen, das ständig das Theater zu Gast hat? Sie, genau, Sie sind dabei. Sie sind im Kinderhaus dabei und in Entnau Hanau. Also, ich habe ja auch gesehen in diesem Interview, dass Sie sich drum gerissen haben, da mitzumachen. Ich weiß ja auch genau, warum. Das hat persönliche Gründe und auch, die ich jetzt nicht weiter erläutern möchte. Aber ich kann Ihnen sagen, Frau Lumpkin, wir haben uns unterhalten. Sie haben auf mich einen ganz netten Eindruck gemacht. Was Sie jetzt tun, ist falsch. Die Wahrheit kommt immer ans Licht. Und das wissen Sie selber. Insofern wünsche ich Ihnen viel Glück bei Ihrer weiteren Karriere. Aber wenn Frau Kostolmann fliegt, nehme ich an, dass für Sie da auch kein Platz mehr ist. Und deswegen machen Sie das. Ganz genau deswegen. Sie haben einen Betrug unterstützt und das kommt jetzt alles ans Licht. Tschüss.